Ja, unschwer zu erkennen, wir sind wieder zu Besuch bei Stack Power 72 bei Ecke Schimpf und wir haben den zweiten Teil für euch aus unserer Serie Kaffeepause mit und diesmal erneut zweiter Teil mit Kurt Ahrens. Was die zwei zu erzählen haben, ja, da gibt es eine Menge. Übrigens ist das Buch im Handel, was Ecke Schimpf geschrieben hat über Kurt Ahrens und die ganzen Stories und Geschichten. Und ja, hört einfach mal rein, es ist sicherlich bei uns was dabei, was auch im Buch zu lesen ist, aber es gibt sicherlich auch die ein oder andere Story, die nicht im Buch ist. Also, zuschauen lohnt sich und wir wünschen euch viel Spaß. Schluss, wenn ich mich da... Willst du nicht was trinken? Nee, ich habe doch meinen Kaffee. Hat denn bei deinem Rückzug nicht auch eine Rolle gespielt, dass Reni, deine Frau, ein bisschen, ja, sagen wir mal, gebremst hat? Du hattest drei Kinder. Und die Frauen, wenn man also weiß, dass die Partnerin, Freundin, Frau dagegen ist, dann ist das natürlich auch nicht so eine einfache Basis. Hat das nicht auch eine Rolle gespielt? Also sagen wir mal, wenn ich sagen soll, eine Rolle gespielt hat die Firma und meine Familie, dann würde ich sagen, die Familie zuerst. Weil. Ja, aber da gehört in meiner, auch dazu. In meiner Rennkarriere, in den 10 Jahren, wo 3 Kinder geboren sind, war ich nicht bei einer Geburt dabei. Auch nicht. Ja gut, du hast ja nur 2 oder was, oder wenn überhaupt. Aber das habe ich heute noch manchmal, bekomme ich das in der lustigen Art aufs Tablett geschrieben. Du kannst ja gar nicht mitreden, du warst immer beim Autorennen. Ja. Und wenn meine Frau in den Wehen lag und sie ging ins Krankenhaus und ich war unten in Vallelunga, dann hat sie gesagt, Schwiegermutter, Mutter, ruf mal den Kurt an, ich liege im Krankenhaus. Das kann ich jetzt nicht machen, der fährt Autorennen. Verstehst du? Und das ist natürlich ein starkes Stück, ne? Dass ich noch nicht mal... Aber das war ja immer so. Zum Beispiel, mein Vater, er sagt immer, ruf mich doch an. Und hast du damals ja auch gar kein Telefon, kein Handy gehabt. Ja, ja. Dann bist du in Südfrankreich zur Post gegangen, das war ja auch schon mal erstmal schwierig, in Albi eine Postfendlade zu suchen. Dann sitzt du eine Stunde da drin und rufst eine Voranmeldung nach Braunschweig. Dann wartest du eine Stunde, bis du überhaupt Kontakt hast. Oh. Und da passiert Folgendes. Hallo Vater, alles Scheiße brüllt da rum. Ich sag, was ist denn? Ja, ich habe einen Unfall gehabt, mein Daumen liegt hier auf dem Schreibtisch. Ich muss noch ein paar Unterschriften machen, dann muss ich zum Arzt. Ich sage, wieso? Ja, ich wollte einen Anhänger anhängen, da ist die Deichsel dazwischen gekommen, mein Daumen liegt hier. Mhm. Da habe ich vom Rennen nicht ein Wort loswerden können. Ich sage nur, dann ist er ins Krankenhaus gegangen und hat den Daumen wieder annähen lassen. Das sind auch Familiengeschichten, wo ich sage, da muss man auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Ne? Also man war immer familiär irgendwie so verwoben, dass man sich also nicht wie ein Profi, wie du ja viele kanntest und wie dein Umfeld war, ja, bestand ja aus Profis, wie die ihr Leben führten. Da hatte die Rennfahrerei eben Priorität. Ne? Da waren auch die Frauen mit dabei, die wurden integriert. Ja, aber war sie nun dagegen, Reni, so ein bisschen gegen Racing oder? Ja, eigentlich. Ich meine, sie war ja auch ein bisschen, war ja eine hochattraktive, ist ja immer noch Frau. Richtig. Wollte das vielleicht war verreisen aber, nach Mallorca oder nach Rimini oder was der Geier wo. Das war nur Autorennen. Das war Le Mans mit Frau Herrmann, die kennen sich seit 50 Jahren. Das war eine Freundschaft und wenn das irgendwie heute noch beim Revival ist, Solitude Revival oder jetzt, hat Lehn, kommst du, dann komme ich auch. Hm. Aber früher... Aber du sagst also, es hat keine Rolle gespielt, eigentlich, dass Reni dagegen war. Nein, eigentlich nicht. War, eigentlich nicht. Du bist selber dazu gekommen. Sie hat mir das gegönnt. Sie hat mir das gegönnt, ja. Na gut. Das war schon eigentlich kein Problem gewesen. Das Problem ist ja aber eine ungewöhnliche Sache, dass einer mit 30 sagt, mit 31, ich fahre kein Rennen mehr. Ja? Ecki, man sollte auch ehrlich sich gegenüber sein. Ich persönlich habe empfunden, jetzt reicht's. Mhm. Ich hatte die Nase voll. Mhm. Wirklich? Ich hatte die Nase voll. Es war, deswegen habe ich damals gesagt, noch einmal so schön mit Porsche 2 Jahre, nichts tun, keine Getriebe, gar nichts, keine Vorbereitung. Aber ich wusste, danach ist wirklich Schluss, weil es war einfach immer der... War es der Stress oder war es das Risiko oder war das alles zusammen?
Ich habe gemerkt, dass zum Beispiel bei einem 1000-Kilometer-Rennen am Nürburgring mir es gesundheitlich hinterher nicht so gut ging wie vorher. Ich hatte immer mit Übelkeit zu kämpfen, wenn ich ein geschlossenes Auto hatte. Und den Druck, du musst, auch bei Porsche, ganz klar, konntest du nicht wie ein Weichei da rumfahren. Ja, klar. Und da habe ich gedacht, nee, es gibt noch anderes. Es gibt anderes. Es war für mich so, dass ich sagte, es fiel mir leicht aufzuhören. Mhm. Aber nun gab es ja viele in deinem Umfeld, auch deine Konkurrenten, die sagten, nee, wir haben da gar kein Verständnis dafür. Ja? Mhm. Die fuhren ja zum Teil noch 10, 15 Jahre weiter, wie Derek Bell. Ja? Die fuhren ja bis in die 80er Jahre hinein. Ne? Also das hättest du ja theoretisch auch machen können. Ne? Na, stell dir vor, der Vic Elford, nicht der Richard Atwood, der fährt heute noch wie Marco Autos, aber auf einem hohen Niveau. Ne? Ja, ja. Und ich sage mal, der ist vielleicht 10 Jahre jünger höchstens, aber... Wer? Richard Atwood, ne? Der ist genauso alt wie du. Eine Prost der Mahlzeit. Das müssen wir rausschneiden. Ja. Aber nein, es hat gereicht, Ecki. Es hat wirklich gereicht. Und ich war ja auch dann dankbar, dass ich bei Porsche in dieser Familie integriert worden bin mit den Veranstaltungen, Oldtimerfahrten, Revivalfahrten mit dem 908, auch mit dem Auto von Steve McQueen. Das hat so ein bisschen einmal im Monat oder zwei, alle Vierteljahre so ein bisschen geholfen, dabei zu bleiben. Aber Kurtchen, das müssen wir auch eigentlich differenziert sehen. Denn wie du aufhörtest, die ersten 10 Jahre hast du ja um nichts geschert. Nein. Pokale verschenkt, Fotos waren von dir nicht zu kriegen, nichts, gar nicht. Wenn ich sagte, komm noch mal hin, wir fahren 1000 Kilometer, hast du gesagt, interessiert mich nicht mehr, ich will es nicht mehr. Und, ja, und es dann war, plötzlich, nach sehr langer Zeit, kriegtest du erst wieder die Kurve. Habe ich das falsch empfunden? Oder nein, ist das richtig? Genau richtig, musst du aber auch dazu sagen, der Boom oder das Umdenken war eigentlich, wo Michael Schumacher anfing, richtig Rennen zu fahren. Hm. Da habe ich wieder mal ein bisschen Geschmack an das Fernsehen, Motorsport bekommen. Dann kam die Revival wieder, ob das jetzt Rossfeld ist oder Solitude oder ich sage mal Formel 3, 50 Jahre, Brands Hatch, wo ich eingeladen, das hat mir Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen, das hat mir Spaß gemacht. Und vor allen Dingen hat mir dann Spaß gemacht, wo meine Söhne anfingen, selbst Rennen zu fahren, die mir ja immer vorgeworfen haben, ich hätte sie nicht losgelassen und hätte ihr die Möglichkeit nicht gegeben, frühzeitig zu fahren. Denn wie die 45 oder 47 waren, war es eigentlich schon zu spät. Und da bin ich dann nochmal 10 Jahre mit auf all den Strecken mit meinem Sohn gewesen, wo ich habe auch in Spa dann wieder mal erleben dürfen, in der Rouge bist du mal gegangen, wo du früher mit dem 17er rumgefahren bist. Das war auch so eine schöne Sache. Also immer mit meinem Sohn auf den Rennstrecken. Ja, das ist schön. Da weiß ich noch genau, da kam ich in der Tschechei an. Da kamen die Leute, wollten von mir Autogramme, dass mein Sohn sagte, du, die nehme ich nicht mehr mit, die wollen ja nur Autogramme von dir haben. Mhm. Ne? Und dieser Veranstalter, der dir dann in der Tschechei nach 50 Jahren Motorsport ein T-Shirt schenkt mit dem Mazarin-Ring, als Dankeschön für die damalige Zeit. Das hat mir gefallen. Ja, das war schön. Also das war noch mal so richtig schön und das ist bis heute leider durch die Corona zum Erliegen gekommen. Es sind viele Events ausgefallen. Das ist schade und jetzt ist es aber auch so, vom Alter her bin ich ein wenig müde geworden. Vielleicht auch durch Corona. Der Elan ist einfach nicht mehr da. Ne, wenn Hockenheim Historik anruft, der Herr Huter oder was ich auch halt, oder Schloss Dück, ich sage, ach du, ohne dass ich da rumfahre, nur meine ehemaligen Autos mir anschaue, das macht auch keinen Spaß. Ne? Sag mal, du sagtest ja, Hans Herrmann ist eigentlich der Freund, der dir am nächsten steht aus der Topzeit des Motorsports. Gab es denn auch so ein bisschen... sagen wir mal so, Hinterhältigkeiten? Oder gab es auch sowas, dass innerhalb des Teams Rivalitäten bestanden, zum Beispiel zwischen Gerd Mitter und dir oder Udo Schütz oder Atwood? Oder speziell im Porsche-Team war es gar nicht einfach,
Der Herr Piëch musste immer aufpassen, was der Rennleiter, welches Team er zusammensetzte. Es gab zum Beispiel nur ein einziges Team, die immer zusammen waren, das war Mitter Schutz, weil alle anderen mit denen nicht fahren wollten. Mit wem? Mit Gerd Mitter. Und Hans Herrmann hat mir gesagt, wie ich ins Porsche-Team kam, Kurt, wenn du irgendeine Frage hast, wegen einer Kurve oder irgendwas, komm zu mir. Geh nicht zu den anderen. Kriegst du immer so eine falsche Antwort und dann bist du draußen. Also das war schon eine gewisse Rivalität, auch unter den Fahrern. Und das hatte ich mit Vic Elfer, mit Stommel und so überhaupt nicht. Das war mir alles viel zu kompliziert. Da habe ich mich auch nie reingemischt, wenn irgendwelche Besprechungen waren, wir müssen dies oder das machen. Ich habe es akzeptiert, dann hat es geklappt. Aber war es nicht manchmal so, sagen wir mal, ich könnte mir vorstellen, auf dem alten Kurs von Spa, dem alten 14-Kilometer-Kurs mit diesen schnellen Bögen, Bournonville und wie die alle hießen, Mastra gerade, ja, an einem Telefonhäuschen vorbei, an einer Bushaltestelle vorbei mit 270. War es da nicht manchmal so, dass, sagen wir mal, Josef hat gesagt, das Ding geht voll, konnte man sich darauf verlassen? Ja, bei so einen Leuten schon. Man hatte ja schon durch die Formel-2-Fahrerei immer mit den Leuten Kontakt gehabt. Mhm. Der Josef hat fing ja an, ich glaube 68 schon auf der Avus mit mir Formel 3 zu fahren, in einem Rennen. 63. Oder 63. Und so, insofern hast du dann schon diesen Leuten immer mal wieder Kontakt. Ja, ja. Und ich war ja auch bei BMW im Formel-2-Team mit Josef. Ja, ja. Mit Hubert Hahne, wo ich auch Formel 2 mein Auto hatte, aber dann rief BMW an, Herr Arns, das klappt immer so gut. Sie machen für uns, für Joe Siffert, das Führungsarbeit. Wir ziehen uns zum Training, wollen Sie nicht am Nürburgring mal unser Auto fahren? Mhm. Nun habe ich gedacht, brauchst du dein eigenes Auto nicht nehmen? Insofern bestand zwischen diesen Fahrern schon einen guten Kontakt. Ja. Also keine Rivalität, auf keinen Fall. Die Rivalität kam dann eben nur dann, wenn Piëch sagte, und fahren Sie mal ein Stückchen schneller. Der Herr Siffert ist, ja. Ne? Aber das ist unbedeutend gewesen. Ja. Und mir ist es ja, Gott sei Dank, leicht gefallen, diesen 17er auf einem hohen Niveau zu bewegen. Leicht gefallen, weil ich habe ja immer, wenn einer sich meldete, ich habe mich nicht gemeldet, aber Herr Ahrens, Sie sind der Erste am Nürburgring mit dem 917. Fahren Sie mal so lange, wie es geht. Ne, dann fährst du 4 Runden und dann musst du dich übergeben. Ja. Und dann haben wir natürlich, dann hat Hermann gesagt, naja, wenn der Ahrens das nicht schafft, schaffen wir es auch nicht. Und dann hat man natürlich die Engländer besorgt, die aber nur fahren sollten, das Auto durchzubringen, um Erfahrungen zu sammeln, nicht um den Sieg mitzufahren. Piper und Gardner. Das ging am Nürburgring. Mhm. Ja, die sind dann nachher gekommen. Mhm. Man hatte ja erst Quester und Hahne bestellt. Und die durften nicht. Ja, die waren natürlich begeistert. Die haben nachts ihre Koffer gepackt, sind die ganze Nacht zum Nürburgring gekommen. Und wie sie da waren und BMW hat das gemerkt, haben sie gesagt, zurück, das kommt nicht in Frage. Ja, ne? Ja, das ist, die ganze Rennerei ist mir eigentlich recht leicht gefallen, Ecki, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn es dann zum Schluss ging, und der Druck ist dahinter, dann merkst du schon, dass... Ja, das ist aber der Druck eines Werksfahrers, wo denn also eine ganze Techniker-Crew da ist und hängt an deinen Lippen und sagt, wie fühlt sich das Auto an, wie geht es, ist die Übersetzung richtig? Aber wenn wir nochmal so springen und sagen, wie wir springen ja ein bisschen mit den Themen, 13 Jahre Rennen, kein Unfall, bei dem du irgendwie körperliche Schäden erlitten hast, aber dieser gewaltige Crash mit dem 917 in Wolfsburg in Eralessin auf der Versuchsbahn bei hoher Geschwindigkeit, erzähl doch nochmal, wie das aus deiner Sicht war. Da gibt es so viele verschiedene Varianten. Also ihr hattet ein Auto, ein Hochgeschwindigkeitsauto getestet für Le Mans. Ja, also es war ja so... 1970 im April. Ja, es war ja so, dass Porsche anrief und sagte, Ahrens, Sie haben keine große Anreise, Sie wohnen ja 30 Kilometer von Ära, wir sind morgen da, können Sie mal rüberkommen. Ne, dann sagst du zum Vater, du, ich fahre mal nach Ära für Porsche testen. War kein Problem. Dann kommst du hin, natürlich auch wieder mit einem schönen Privatwagen, wie von Porsche gestellt. Und dann steht da ein Auto, das im Prinzip konstruiert wurde für über 400, aber nicht getestet wurde, weder im Windkanal, sondern es wurde nur mit so einem komischen Luftdüse mit
Qualm so vorne hingehalten, ob die ideal war. Und die Aerodynamik wurde entwickelt von einer Firma, glaube ich, in Frankreich, Zero oder wie das damals hieß. Und es ging dann auf die Strecke. Und das Problem war, sie wollten feststellen, bei welcher Geschwindigkeit das Auto hochkommt oder runtergeht. Insofern hatte man an allen vier Reifen oben im Kotflügel so eine Art Schwimmer, wie bei den Fischen, wenn die anbeißen, da ist da mal rot, grün und schwarz, hatte man aus dem Kotflügel herausgucken lassen. Und auf meinem Cockpit nebenan hatte ich eine Tafel und sollte dann bei einer Geschwindigkeit 100, 150, 200, 250 einen Strich machen, welche Farbe dort erscheint. Das sollte eigentlich ein Mechaniker machen. Da ich aber mit so einem Mechaniker ein böses Erwachen hatte, mit auf Mercedes in Hockenheim, habe ich gesagt, ich nehme keinen Mechaniker mehr mit. Dann habe ich gesagt, ich mache das allein. Und das ging ja in Ära, weil das ging ja nur geradeaus. Nach einer Stunde ungefähr waren wir so bei 250 angelangt, wieder die Tafel gewechselt, wieder neue Stifte rein, neues Blatt Papier rein. Und dann ging es los in der Geschwindigkeit, muss man wissen, die Gerade ist, der ganze Kurs ist 20 Kilometer und es wäre ringsrum Vollgas zu fahren, also ohne Lupfen. Und dann auf der einen Stelle war eine Wolke, die ein Regen runtergelassen hat. Sieht man ja heute manchmal, dass du sagst, hier regnet es und da hinten regnet es nicht. Und dann kommst du mit einer Geschwindigkeit von 250, 270 da rein, das war die 300 schon fast, und hast nichts drauf und bist also nur noch Passagier. Ich saß drin im Auto, der lenkte von der Fahrbahn weg, ich konnte gegenlenken, er hat sich nicht bewegt. Da dachte ich nur, jetzt ist das Auto kaputt. Das war mein erster Gedanke. Und dann ging es unter die Leitplanke und es ist ja so, in Ära ist es ja nicht für einen Rennwagen gebaut, die Leitplanke, sondern die ist in Stoßstangenhöhe, so dass ein 917 oder jeder Rennwagen da drunter passt mit der vorderen Schnauze. Und der hatte sich mit dem linken Rad unter die Leitplanke festgehangen, dass ein Pfosten, ein Zehner Pfosten ist in der Verschraubung abgerissen worden und im zweiten Pfosten ist mein ganzer Vorderwagen einschließlich Ölkühler, also Ölkühler, Armaturenbrett, Vorderachse mit einem Schuh von mir unter der Leitplanke hängen geblieben. Und da gibt es dann diesen Adrenalinstoß, dass ich ab dem Moment nichts mehr weiß. Ich merkte nur oder hatte das Gefühl, ich hänge in einem Fallschirm, weil ich merkte, dass meine Anschnallgurte, die wippen hier immer so rum, weil ich war ja praktisch vorne. Es war ja kein Dach, kein Vorderteil mehr da. Ich saß im Sessel, also im Sitz, mit dem Heckteil voraus, weiter über die Fahrbahn, 200 Meter weiter und auf der anderen Seite, das waren 80 Meter Fahrbahnbreite, mit meinen beiden Füßen vorne unter die Leitplanke. Und da ist er zum Stehen gekommen. Dann habe ich geguckt und dann guckst du erstmal, Mensch, ist ja noch alles da. Und da hat es geregnet, bin ich aus meinem Sitz raus, meine Füße unter der Leitplanke vor, habe mich dann auf die Leitplanke gesetzt, alles gut, alles gut. Und dann hast du eine 15 Minuten gewartet auf der Leitplanke, weil wir hatten ja keinen Servicewagen. Dann kam von weit entfernt ein roter Transporter von Porsche mit dem Mechaniker und haben dann erstmal geguckt, wo ist denn der Ahrens überhaupt. Ja, und dann, wenn ich das kurz erzählen darf, dann hat der Herr Falk gesagt, wir müssen Herrn Ahrens gleich ins Krankenhaus zur Untersuchung. Das war ja auch in Ordnung. Ich hatte natürlich mein Overall an, komme in Wolfsburg ins Krankenhaus, sagt die vorne bei der Annahme, ja, übrigens, was hat denn AOK und was ist das, wo sind denn Ihre Papiere? Sagte Falke, Herr Ahrens, wir haben keine Papiere, wir sind beim Testen, das können wir doch alles hinterher machen, nehmen Sie doch Herr Ahrens erstmal rein. Und da sagte diese Frau, das werde ich nicht vergessen, was ist denn der Herr Ahrens? Und der Herr Falk ganz stolz, Herr Ahrens ist ein Rennfahrer. Die dreht sich um und sagt, Fräulein Gerda, den ganzen Saal runter, wir haben einen echten Rennfahrer hier. Sagt der Herr Falk, Herr Ahrens, wo jetzt hin? Ich sage, ab nach Braunschweig, Privatklinik, und das geht ja gar nicht. Ne? Ja, und so hat das geendet. Aber zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, das Auto hat 1 Million gekostet damals. War Schrott, total Schrott.
Porsche baute sofort einen neuen wieder auf, die gleiche Konfiguration, Willi Kausen. Und was passiert? Aquaplanik, das nächste Auto kaputt. Aber der zweite 17er. Und 3 Monate später war Le Mans mit einem nicht getesteten Auto. Das muss man sich mal vorstellen. Und das dann war ja Langkeck, ne? Langkeck, ja. Das 405 sollte der gehen, laut Berechnung. Und dann sagte er, wer ist der Erste? Ja, wie immer, Herr Ahrens, ne? Prost und Mahlzeit. Keiner wollte das Auto fahren. Haben sie alle abgelehnt. Siffert, Hermann, Mitter, Schütz, alle haben sie es abgelehnt. Nur Ahrens Vic Elford oder Ahrens Stommelen. Ne? Das war so. Und wir haben immer gesagt, warum nicht? Wir blasen vorne weg, sind im Fernsehen und wenn wir nachts ausfallen, streht eh kein Hahn danach. Weil es so war es ja fast, ne? Dass man dachte, dieses neu entwickelte Auto kommt nicht über 24 Stunden. Und Pirch war damals sehr froh, dass der Herr Hermann das geschafft hat. Weil Pirch hat gesagt, wir müssen Ferrari schlagen, alles andere Siege sind unwichtig. Es muss also du sprichst von 1970, da ja. War ja der erste Porsche-Sieg in Le Mans mit Hermann Edwood. Ja. Und nur das wollte Pirch, nichts anderes. Ne? Und die Weltmeisterschaft, die ja. War. Ne? Aber denn, das war so eher zweitrangig. Ja, das war eher, ja. Ja. Prestigerennen Le Mans, wer Le Mans gewinnt, das ist halt für Porsche ein Aufschwung gewesen. Ja, ja. Das ist unbezahlbar. Also dieser Horrorunfall, um da nochmal drauf zu kommen, wenn man sich das vorstellt, du saßest also in einem Wrack und deine beiden Beine waren unter der Leitplanke. Das heißt, wenn da ein bisschen mehr Schub gewesen wäre. Nur 10 km/h waren die Beine kaputt. Licht ja. Aus. Ja. Man sieht, es gibt ja Fotos von Porsche selbst. Ja. Wo der Sitz praktisch direkt vor der Leitplanke ist. Also wenn du dich da reinsetzt, müssen die Beine unter der Leitplanke sein. Das ist der Hammer, ne? Ja. Das ist der Hammer. Wenn man das so mal Revue passieren lässt, du hast also 13 Jahre gefahren, hast es diesen Crash und dennoch so ein paar andere, aber im Großen und Ganzen ist das ja gut gegangen. Einen richtigen Crash hast du noch mal in Monza gehabt, im Formel-2-Rennen. Wo da 8 ja, Mann, ja. Wurde also da Feuer war, und da war Folgendes passiert, das war also vom Veranstalter sehr unglücklich gewählt. Es hat geregnet und in Monza unter der Brücke war das Wasser stehen geblieben. Und bei der Einführungsrunde mit unserem Formelwagen sind wir da aufgeschwommen und sind auf die Start- und Zielbahn und haben gesagt, dass wir können nicht fahren, das Wasser steht zu tief in der Grube unter dem Überführung. Hat der Veranstalter akzeptiert, hat dann aber nach einer Viertelstunde gemerkt, die Zuschauer werden unruhig, die haben gepfiffen, weil wir nicht gestartet sind und die haben ja nicht gewusst, dass da so viel Wasser war. Und da hat der Veranstalter gesagt, wenn ihr jetzt nicht startet, werdet ihr gemeldet und dann werdet ihr Lizenzentzug oder irgendwas. Wir sind gestartet und in der dritten Runde war natürlich Grande Casino. In der Parabolica sind mehrere Autos quer gestanden, mit nassen Reifen wahrscheinlich auch noch immer. Und dann hast du gemerkt, das brennt. Und dann machst du einen Helm zu und fährst durch eine Wolke, kommst raus, dass vorne kein Rad mehr dran ist. Also wirklich Glück gehabt durchs Feuer durch. Aber das sind Lappalien gewesen. Das waren nur Lappalien. Ja, das waren aber keine Geschichten. Da 7 Mann zusammen, ja. Und einer liegt auf der Straße, Jussot. Der Franzose, dessen Auto brannte, ne? Ja. Und du durch den Qualm durch, ja, mehr Glückssache jetzt. Ja, natürlich. Völlig. Mein Vater hat mir ja mal vorgeworfen, in Monte Carlo war Formel 3 und ich hatte den Vorlauf gewonnen. Wir hatten zu viel Formel 3 Fahrzeuge, wir mussten Vorlauf fahren und einen Endlauf. Und ich war in einem Vorlauf gewählt oder drin, der morgens um 6 Uhr Aufstand, dann war um 7:30 der Vorlauf und ich bin Zweiter im Vorlauf hinter einem Franzosen geworden. Der zweite Vorlauf war um 11 und da war trocken. Und der Veranstalter hatte es so gemacht, er hat die ersten 11 der Trockenfahrt natürlich zeitlich vorne gehabt. Ja, weil es nach Zeit ging, nach Einlauf. Ja, und ich war der Zweite im Zweiten, ich war, sagen wir mal, an 13. Stelle im Startfeld. Und genau in der Schikane am Bahnhof hat es also richtig gekracht, weil wir ja hinten im zweiten Lauf viel schneller waren wie die ersten. Hm. Und dann hat es richtig gekracht, da lagen die Fahrer, die Öl, alles war verschmiert. Und dann bin ich
dort geradeaus gefahren zwischen die Blumenköbel, weil ich wollte nicht, dass mein Auto kaputt geht. Aber ich hatte keinen Rückwärtsgang, ich konnte nicht wieder raus. Wäre ich weitergefahren, hätte ich also unter den ersten drei sein können. Ja. Da sagt mein Vater, warum bist du denn nicht weitergefahren? Ich sage, ich habe einen Notausgang gesucht, hat aber keinen Rückwärtsgang. Also da habe ich wirklich damals in Monte Carlo meine Platzierung verschenkt durch Dummheit. Ne? Aber das ist eben halt so. Ja, was heißt Dummheit? War gar kein Rückwärtsgang drin? Oder es war gar kein Rückwärtsgang drin. Aber ich hätte vor dem ganzen Schikane anhalten müssen, also, bevor die Strecke... Das sagt sich so. Ja, ich wollte sicher gehen, das Auto heile lassen und falsche Entscheidung getroffen. Einen ähnlichen schweren Crash hast du ja auch mal in Chimay gehabt, ne? Hm. In Belgien. Das weißt du? In der vorletzten Runde. Das weißt du? Ja, so. Chimay ist eine Hochgeschwindigkeitsstrecke mit drei Kurven. Ja. Ein Dreieckskurs. Wenn du ist ja auch so gewesen. Genau. Wenn du da an dritter Stelle warst in der letzten Runde, dann warst du vorne. Aber bist du vorne, schluckt dich das Volk. Ich war nun dummerweise in der letzten Runde vorne und es gab nur noch eine Kurve. Da dachte ich, du musst so Vorsprung haben, dass die auf der letzten Geraden nicht vorbeikommen. Und in der Kurve habe ich übertrieben, bin in die Strohballen rein. Habe die ganzen Strohballen auf die Fahrbahn geschoben. Die ersten drei sind alle mit dort involviert gewesen. Der Veranstalter hat gewartet auf den Sieger, der war der vierte, hat überhaupt nicht abgewunken, weil er nicht mitgerechnet hat. Gut, das war natürlich auch ein Totalschaden. Mein Vater hat dann sofort den Anhänger mit einem PKW geschnappt, ist nach England, weil eine Woche später war die AWUS. Und ich hatte die Ehre, in dem 300 SL von meinem Vater nach Hause zu fahren. Und beim ersten Tankstopp habe ich auf diese beige Ledersitze geguckt, waren die rot. Ich hatte eine Fleischwunde am Hintern und habe nicht gemerkt, dass das Blut da hinten rausgelaufen ist. Und also das war ein Wochenende. Ja. Also du hattest praktisch noch die Fahrerhose an. Ne? Ja, ja, ja. Overall ins Auto und nach Hause. Sah ja auch gut aus. Es war natürlich eine dumme blaue Dunlop-Hose von Erich Bitter. Ja. Ne? Und wenn ich heute irgendwo hinkomme und die Stars, die ziehen ihre Overalls bis auf die Knie runter und laufen als Mädels oder als Rennfahrer durchs Fahrerlager, muss ich immer schmunzeln, weil das waren ja unsere besten Unterhosen gewesen. Nein. Einmal hast du ja auch einen Mercedes-Start gehabt. Beziehungsweise nein, du solltest nein haben, ist gut bezahlt worden, wir sprachen ja auch schon mal über Geld und der Start kam nicht zustande in Spa. Was war da eigentlich los? Mercedes, damals Herr von Korff von Wachsenberger, haben mich eingeladen zu Testfahrten nach Hockenheim mit einem Mercedes 300 E 6,9 Liter. Die wollten damit in Spa 24 Stunden fahren. Daraufhin habe ich mich natürlich gefreut. Das war auch wieder mal ein freier Tag. Und ich hatte dann die Ehre, gleich wieder mal Rennfahrer, das Auto zuerst zu bewegen. Und was passierte? Auf der langen Geraden in Hockenheim war ja noch keine Schikane. Wir hatten ja Automatik. Ist von der Stufe 2 auf 3 bei Vollgas der Wandler nicht mehr angesprungen. Der war zu heiß geworden. Er hat dann durchgedreht und dann gab es keinen Vortrieb. Dann bin ich zur Box zurück und habe gesagt, Herr Korff und Herr Wachsenberger, die zweite, dritte Stufe funktioniert nicht. Der Wandler dreht durch. Und dann hat er gesagt, na gut, dann Herr Ahrens, dann fahren Sie mal eine Runde. Wir setzen hinten den Mechaniker rein. Der saß so schön im Mercedes in der Mitte. Rechts, links und oben konnte er in die Schlaufen sich festhalten. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss das aber auch passieren, wenn du jetzt das nicht passiert, siehst du dumm aus. Die gerade runter, zweite, volles Rohr, Vollgas durchstehen lassen, jetzt sollte der dritte Stufe kommen, hat es einen Schlag gegeben, ist der Wandler förmlich explodiert, das ganze Auto mit heißem Öl auf meine Hosen, das Radio war Lenkradhöhe, das Lenkrad war fast auf der Brust, der ganze vordere, der kam mir entgegen mit Pedal, ich konnte nicht bremsen, gar nichts. War ja auch nicht zu bremsen, weil die hinteren Reifen waren platt durch die Getriebe, steile, flach. Was habe ich gemacht? Mit dem Knie die Tür auf, weil damit der Qualm, ich konnte ja nichts mehr sehen. Und habe gesagt, mach die Tür auf, um das noch mehr. Da schreit er von hinten, nein, ich springe nicht raus,
Ich sag, du sollst die Tür aufmachen. Naja, dann sind wir nach 200 Meter zum Stehen gekommen. Dann zurück. Herr Ahrens, so und so, tut uns leid, aber wir haben ja noch einen Mercedes. Machen wir weiter. Und es ging darum, die Reifen, die Mercedes drauf hatte, zu extrem zu belasten. Sachskurve nur quer, um den Abtrieb, ob es überhaupt sinnvoll ist, in Spa 24 Stunden zu fahren. Mit so einem schweren Auto? Ja, das wäre nicht das Problem gewesen. Das Problem waren die schmalen Reifen, weil Mercedes durfte die Kotflügel zu der damaligen Zeit nicht verbreitern, sondern es musste ein serienmäßiges Auto sein und wir hatten auch nicht die breiten Reifen. Serienmäßige Slicks und so weiter schon, aber keine verbreiterten. Und die Reifen hatten überhaupt, waren gar nicht, nach 5 Runden Hockenheim waren die runter. So, zweiter Wagen, Herr Ahrens, wir haben noch ein Auto da, jetzt geht's weiter. Ja, und was passierte? Hockenheim, letzte Kurve, Eingang, musst du dir vorstellen, driftest ein bisschen raus, waren ja keine Curbs mehr da und auch gar nichts, da war nur noch Wiese. Und die Wiese war etwas so 10 cm tiefer. Und da bist du dann rum, dann sackte der hinten ein, zack, fährst die gerade runter. Mensch, Benzin, irgendwie stinkt's nach Benzin. Ja, und was war, komm an die Box, habe ich die Ablassschraube abgerissen, durch dieses Einsacken von dem hinteren Tank. Korff, der hatte ja nur ein steifes Bein, legte sich unter das Auto, guckte mit mal, wumm, ging's. War ja nur 10 Liter Benzin um das Auto rum. Ja. Eine Stichflamme, alle liefen kreuz und quer, weil hinter der Box, gleich in der Mauer, waren 20 Kanister mit 20 Liter Sprit und jetzt musste das Auto weg. Kein Strick vorne, hinten konnten sie nicht schieben, hat alles gebrannt. Wachsenberger dann vorne angefasst, 10 Leute haben das Auto von dem Feuer weggezogen, war kein Feuerlöscher da, ein riesen grande Casino, zweiter Auto kaputt. Und dann sind wir nach Spa gekommen, Hans Hermann, ich fuhr mit Wachsenberger das Auto, Jackie X fuhr das zweite Auto. Ja, und haben gemerkt, von der Zeit her passt es pro Runde, aber nach 3 Runden mussten wir in die Box, waren die Reifen runter. Und dann hat man in England angerufen, schickte uns englische Reifen, die waren etwas härter oder was. Und dann kam der Anruf von Mercedes aus Stuttgart, wir ziehen zurück. Hat keinen Sinn, gegen Ford und alles Mustang zu fahren, weil wir der Boxenstopp, so viele Reifen hätten wir gar nicht da gehabt. Ja, und da hat dann der Herr Korff gesagt, kommt mal her, ihr habt da eure Apanage und ein bisschen Geld. Und das war das erste Geld, was ich bei einer Hand hatte. Das war also schon von Mercedes her eine großartige Sache. Und muss dazu sagen, dadurch ist der Herr AMG, Herr Aufrecht, zu mir gekommen und hat gesagt, Herr Ahrens, jetzt bauen wir ein Auto auf, diese rote Sau, wenn du dich erinnern kannst, dann können Sie für uns Spa fahren. Und bei den Testfahrten in Hockenheim war ein Bekannter von mir dabei, der hat das beobachtet, wie die Mechaniker da die Runden gedreht haben. Und beim Einfahrt von der langen Geraden ins Fahrerlager her, hat die Bremse versagt. Und da sind die voll in die Zuschauerbegrenzung reingeknallt. Und da hat ein Freund von mir gesagt, Kurt, ich war da, lass das. Der Aufrecht, das ist keine richtige Werkstatt, das Auto ist verunglückt. Und dann habe ich den Aufrecht angerufen, ich war dann noch in meinem Werk, weil ich ja auch einen AMG hatte, privat. Und dann habe ich ihm gesagt, Herr Aufrecht, ich möchte nicht fahren. Und dann ist der Clement Chickentanz eingetreten. Ja, und er hat die wilde Sau, glaube ich, um den zweiten Platz gefahren. Zweiter Platz im Spa. Ja. Ja. Und ich kenne den Herrn Aufrecht noch, weil der Albert Fuhl hatte ihn damals noch unterstützt finanziell, dass er seine Werkstatt aufbauen konnte. Seine Frau hatte ja nur einen Friseursalon gehabt. Ja, und wenn ich dann Jahre später mal den Herrn Aufrecht getroffen habe, dann hatte er nur noch mit Armani-Anzüge, Seidenanzüge liefert er rum, ja, und früher hat er seine Werkstatt gefeilt, ja, verstehst du? Ja. So hat sich das dann verändert, ne? Ja. Ja, also ich habe eigentlich alle, wenn ich so mal will, Leute von Mercedes, von Ford Köln, BMW, Abarth, Porsche, Abarth. Zum Beispiel war ja auch sehr interessant bei BMW Formel 2, Herr Wachsenberger, Rennleiter? Von Falkenhausen, sagte Herr Ahrens, mein Schützling Köster muss Meister werden, also machen Sie aber hier keine Scheiße. Ja, warum? Weil er mit der Tochter von Falkenhausen liiert war. Siehst du? Also da war wieder eine Familiengeschichte und da musste der Herr Köster natürlich gewinnen. No, das war schön. Aber warum nicht? Das ist ja klar. Das war ja immer so beim 500-Kilometer-Rennen mit dem BMW 202 TISA. Ja, ja. Wurde Köster auf 2 Autos gemeldet, Hane. Ach so, ja. Und einmal auf Ahrens. Ja, ja. So, dass Köster auf alle Fälle gewinnt, egal wie. Ja. Ne? Mhm.
Ja, das sind so. Beim 6-Stunden-Rennen. Ja, das ja, sind. Ja, sag mal, da sind wir Thema Nürburgring. Du hast mir mal gesagt, also der Nürburgring ist nicht meine Lieblingsstrecke gewesen. Stimmt. Nicht von der Streckenführung her fand ich den absolut super. Konnte ich eine Runde richtig genießen. Aber nach 10-11 Runden in einem Tourenwagen wurde dann auch teilweise Hitze, Öl, Getriebe, alles, Lautstärke, da fing mein Körper an zu rebellieren. Was? Also das war nicht so meine Sache. Ich, mit einem offenen Wagen von Abarth ging das einigermaßen. Und mit dem 908? Auch. Das ging, ne? Auch. Aber dann mit dem 98-3 von Porsche, mit diesem Go-Kart, das war der Highlight. Ne? Da konntest du so richtig... Ja, aber es hat auch Spaß gemacht. Richtig fliegen lassen, ja. Ja. Da war noch mal so eine Begegnung mit Leo Kinnunen. Erzähl mal, was war da? Also wir waren zum Nürburgring mit dem 98er im von Rennen Porsche. Ja, mit Porsche Salzburg. Elfort, Ahrens, Hermann, Edward. Das waren die Autos von der Luise Piëch, weil Porsche das splittern wollte, das den Einsatz vom Geld her. Und John Weyer fuhr mit Siffert Redman. Und Kinnunen, zu lange her. Rodriguez, ne? Ja, Rodriguez, Kinnunen. Und Porsche hatte festgestellt, bei dem Sprunghügel in Brünnchen, und dann gab es ja noch... Vorm Karussell, diese Sprunghügel. Hinterm Kesselchen. Ja, haben sie gesagt, dass der Motor nicht genügend Öl in dem Moment bekommt beim Sprung. Und der Ölverbrauch recht hoch war, so dass wir also zum Schluss des Rennens, 3 Runden vor Schluss nochmal, bei Porsche Salzburg einen Ölstopp eingelegt haben. Das hat man aber dem John Weyer-Team nicht gesagt und deswegen ist nach dem ersten Stint Joe Siffert mit Motorschaden an der Box stehen geblieben. Der sprang nicht mehr an, weil nicht genug Öl war, der Kolben, alles hing fest. Ja, und dann konnte ich nicht raus, vor mir war der Kinnunen. Wir sind zu dicht an die Boxen gekommen. Und Porsche hat sich bei mir beeilt. Die haben dann ganz pfiffigerweise eine Tanksäule besorgt, wo sie mit 2 Tank gleich rein konnten. Das ging auch wieder schneller. Und dann bin ich trotzdem als Erster weg. Aber hinter mir ist Kinnunen leicht losgefahren. Und dann ging die Runde los und habe ich gedacht, Mensch, der ist verdammt schnell. Irgendwie musst du den ins Boxhorn jagen. Und dann war dieser Sprunghügel, ich muss ehrlich gestehen, Ich kenne fünf Strecken am Nürburgring, die bekannt sind. Aber alles andere mit Namen weiß ich nicht. Also das Hinterbergwerk, Auffahrt Karussell. Ja. Da waren so ein paar blinde Kurven. Das nennt sich heute die Mutkurve, Marco. Kesselchen. So, und die musst du außen anfahren, innen schneiden und wieder Sprungkurve nach außen. So war das früher. Und da kommt Kinnunen hinter mir her. Da dachte ich, oh, da kann er mich ruhig überholen, innen. Verstehst du? Und ich war außen, er musste innen und sprang darüber und setzte drüben quer auf. Das Auto ging 2-mal rechts, links und dann war er im Wald. Ich habe gelacht. Der ist so blöd in diese Falle reingegangen, weil das ging gar nicht anders. Das ist heute übrigens noch ein Problem, auch bei den GT3 und so. Die müssen da leicht lupfen. Das ist also eine ganz, man nennt sich ja nicht umsonst die Mutprobe. Ja, ja. Ja, und somit war die frei für einen Sieg mit Vic Elford, 1000 Kilometer Nürburgring. Ja. Ne, einmal, dass die Autos von John Weyer nicht genügend Öl nachgekippt haben, weil sie es nicht wussten von Porsche. Und dann muss man ja auch sagen, dass Porsche Luise auch teilweise bevorzugt wurden von Herrn Piëch mit den Motoren. Ne, wir hatten schon mal einen 4,9 Liter Motor, wo die Weyer-Leute 4,6 Liter hatten. Das stimmt ja nicht. Ne, ihr habt beide Teams bekamen einen 4,9er Motor, also den stärkeren in Monza. Mhm. Bloß beim Weyer-Team ging dieser Motor im Training kaputt. Mhm. Und nun konnte man euch ja nicht den Motor wieder wegnehmen. Ja. Und nun warst du in der bequemen Lage, dass du mit dem stärkeren 4,9er Rundenrekord gefahren habe. Rundenrekord gefahren und konntest eigentlich relativ entspannt das Rennen anführen und kontrollieren, weil du so viel Power mehr hattest. Bis der Reifen platzte. Ne? Ja. So war das. Na, ich dachte, wir hatten den einzigsten, weil er sich beschwert hatte, dass er die nicht in den... In diesem wunderbaren Buch von Walter Neher, da steht ja wirklich alles drin. Das Buch ist... Zack, zack, zack. Also das ist nicht für den interessierten Laien, aber wer sich da wirklich als Fachmann jede Runde, Getriebeübersetzungen, die Aussagen der Fahrer nach jedem Stopp,
Marco, musst du haben. Das Buch von Walter Näher, musst du haben. Ja. Es ist unvorstellbar, was der alles, der war ja nun wirklich im Werk, in der Entwicklung mit drin und hat alles, Aussagen der Fahrer, wie das Auto hält, was dies, wie Luft, die stürzt, alles hat der genau beschrieben. Ein fabelhaftes Buch. Ja, nun haben wir mal einen kleinen Einblick genießen können. Ja? Ja. Einer, der 300 Rennen gefahren hat, Kurt Ahrens, in einer Zeit, wo Autorennen extrem gefährlich waren und siegreich beim 1000 Kilometer Nürburgring, erster Sieger mit dem 17er beim Großen Preis von Österreich, Formel 1 gefahren, Formel 2 gefahren. Eine tolle Karriere und du hast überlebt. Ja, da bin ich wirklich dankbar, weil es war nicht so einfach. Und das sage ich auch immer bei den Events zum Schluss, dass ich dankbar bin, überlebt zu haben. Ich meine, wir gehen alle mal, aber im Motorsport verunglücken, das wünscht keiner. Ja. So, habt ihr genug? Wir hätten natürlich nur noch erzählen können von Jochen Rindt und diesen Verrückten. Ne? Ja, der Jochen, der bei dir auf der Couch saß und hat 3 Äpfel gegessen. 5 Äpfel. Ja. Mhm. Erinnere ich mich noch gut. Und den wir geholfen haben, überhaupt in den Motorsport zu kommen. Dem Jochen, ja. Das vergessen die alle immer wieder. Der Jochen hatte so eine schöne Sache mal. Der ging vorm Start zu seinem Vater, zu Kurt Ahrens Senior, und sagte, Kurt, mach es doch bitte, bitte, lass es doch beim Start heute ein bisschen ruhiger aus. angehen. Es wird sonst zu teuer für uns, weil der legte ja los, der Alte, ja, der war 54 schon, ja, und immer ein Draufgänger, nie einer, der mit Kopf fuhr, und das wurde für alle gefährlich, ne, und teuer. In Stuttgart war Jim Clark, Graham Hill, alle der Solitude. Ich, mein Vater, ja, und wie das so ist, der Paul-Ernst Strehle, Schorndorf, vor dem Rennen immer zum Heurigen und dann immer getankt. Immer. Der kam sonntagmorgens, da war er nicht im Hotel, da haben wir ihn gesucht mit ein paar Rennfahrern, mit Schwiegervater. Da haben wir ihn gefunden auf dem Schlossplatz, auf den Stufen hat er sich hingelegt. Der wusste überhaupt nicht mehr, wo er war. Dann kamen wir zum Rennen, da haben wir gesagt, Vater, du kannst nicht starten, hast wirklich Promille im Kopf. Da sagt er, Kurt, es gibt Startgeld, eine Runde, Marco, wirklich, eine Runde fahre ich. Der Start geht los mit Jim Clark und allen Stars. Wer bleibt stehen? Mein Vater. Abgewürgt. Und bis das Auto in Gang kam, kam die schon das Mahnental wieder runter. Und mein Vater führt das ganze Feld an. Eine Runde zurück vorne, vor den ganzen Stars. Und bis ins Glemseck, da hat er wieder den Kreisel gedreht und da ist er dann stehen geblieben. Also, glaubst du gar nicht. In Freiburg im Wald gelegen, Schorndorf im Wald gelegen. Abos in den Strohballen gelegen, mein Gott. Ja, und ich saß mal als Beifahrer bei ihm drin, bei Rallyes. Ja? Das ging gar nicht. Das war natürlich ein Abenteuer. Pass auf, das ging gar nicht. Mein Vater hat immer gesagt, ich überhole, wo es gar nicht ging, wenn du nicht gucken kannst, über eine Kuppe. Da sagt er, das mache ich, weil wer fährt denn einen SL kaputt? Das kann die Versicherung gar nicht bezahlen. So. Und jetzt ist in Albi, Marco, das musst du hören, in Albi ein Rennen. Ich bin da unten, fahre und mein Vater kommt mit dem SL hinterher. Und mein Mechaniker, den wir ja eigentlich auch in der Firma beschäftigt hatten, so als Kalfaktor für alle Wege so und so weiter. Das Rennen ist zu Ende und ich bin mit meiner Frau vorher runtergegangen mit dem Transporter und da sagt mein Vater, du, Reni, Buchhaltung ist morgen nicht besetzt, du musst mit mir nach Hause. Und da hat meine Frau gesagt, Kurt, du kannst alles machen. Mit deinem Vater fahre ich nicht nach Hause. Und wenn er mich rausschmeißt. Wir haben gekämpft. Die Stimmung war im Arsch. Und dann hat er gesagt, na gut, Horst, du Mechaniker, musst mitfahren. Da sagt er, Kurt, tu mir das nicht an. Mit deinem Vater nach Hause. Und weißt du, was passiert ist, Marco? Der musste ja die kurze Strecke nehmen über die Pyrenäen nach Hause. Und wir sind ja durchs Rhonetal mit dem LKW. Morgens um 10:30 waren wir in Freiburg und dann treffen wir unseren Kumpel Manfred Mohr, der ist auch über die Pyrenäen gefahren, weil er keine Kohle hatte, den kürzesten Weg. Wie geht's denn deinem Vater, sagt er zu mir. Ich sag, wieso geht's meinem Vater? Ja, der liegt doch im Krankenhaus. Ich sag, wieso denn das? Weißt du das nicht?
Der ist über die Pyrenäen gefahren mit meinem Mechaniker und ist in den Pyrenäen die Böschung runter mit dem 300 SL. Das Auto lag auf dem Dach, da gehen die Türen nicht auf. Und er sagt, wir fahren um die Pyrenäen und sehen unten in der Tal Scheinwerfer hoch. Die beiden angehalten, runter, lag mein Vater mit Mechaniker da unten drin. Ja, das waren diese dann sind die beiden nach Paris ins Krankenhaus gefahren worden. Mein Vater hatte nur eine Halskrause, der kam dann zwei Tage später. Und der Horst Philipp hatte ein Knick angebrochen. Die haben sie durch die Scheiben rausgeholt. Dann kannst du dir vorstellen, mein Vater, nur Vollgas. Der hat drei Autos, Marco, drei Stück 300 SL zerlegt. Aha. Einen am Nürburgring, Pflanzgarten rausgeflogen. Totalschaden. Die Bilder hast du. Ja. Einen hat er bei Göttingen auf die Wiese gelegt, da kam er vom Münchner Oktoberfest besoffen. Das Auto hat er nach Hause gefahren, dann abgeschleppt worden. Und da sagt ein Freund von mir, du, wo ist denn das Auto von deinem Vater? Ich sage, du, wir müssen mal nach Mercedes gucken, irgendwie in der Inspektion. Da kommen wir nach Walter Pfeil hin, nach Mercedes. Sag, Walter, wo ist denn mein Vaters Auto? Komm mal mit. Hinten auf dem Platz eine Plane, darunter das Auto, Marco, macht die Plane und alles. Das Auto war grün, aber das war noch Grünspan von der Wiese. Ich sage, Walter, was ist denn los? Ja, nur beruhige dich doch. Der Vater hat ja neun, aber der muss erst grün gespritzt werden, damit die Mutter das nicht merkt. Markus ist dann mit dem Alpha, weißt du das? Ist mit dem blauen Alpha nach Turin gefahren und kam mit dem weißen wieder. Und deine Mutter sagte, was ist denn nun los? Ja, da war er unterwegs verunglückt, ist dann zurück nach Turin, hat einen anderen Alpha gekauft und kam mit dem zurück. Stimmt's? Und da war ich mit drin, wie wir in Turin getauscht haben. Und Wind nach der Hausefahrt und wieder der Vater volles Rohr. Und da sind wir in Italien, von Frankreich nach Italien oder von Italien nach Frankreich rein. Und er tritt auf die Bremse und ist nichts da. Du, mir ist der Schweiß ausgebrochen. Die ersten Schranken von Frankreich hat er noch geschafft. Da haben die Franzosen schon, wie wir durch waren, die Kalaschnikow hochgeholt. Und vor der italienischen sind wir stehen geblieben. Bremsversagen. Also, glaubst du nicht. Der hat nur immer Vollgas gefahren. Der hat mit dem LKW Drift gemacht und ist dann umgekippt, ne? Mit voller Ladung. Dann bin ich mit ihm mal nach England gefahren. Der wollte also Motoren kaufen und Rennen. Ich sollte dolmetschen, ja. Da sind wir da so auf der Autobahn vor Brüssel. Ich sah in so einem Kreisverkehr. Ich sah, Herr Arns, wir sind auf der falschen Seite. Hier fahre ich immer, sagte er, ja, mit dem Nebel. Und als uns die ersten Scheinwerfer entgegenkamen, da war es ihm bewusst, was passiert war. Denn es gab noch keine Mittelleinplanke, nee, sondern nur so einen Grünstreifen. Doppelt. Der mit dem Auto rüber, wir hatten einen Anhänger hinterher, waren zwei Rennwagen übereinander. Mhm. Bei dem Manöver fiel der obere Rennwagen natürlich runter, im Nebel, auf der Autobahn, nachts, ja. Weil du sagst Nebel, ich habe mit ihm eine Rallye gefahren, Nürburgring, glaube ich, Hanseat oder was. Unterwegs Nebel. Nein, Wiesbaden. Oder Wiesbaden. Ich da sag, seid Vater, ihr uns in das Auto gefahren, da bin ich mit Günter Isenbühl gefahren. Weißt du das? Ich sage, Vater, fahr nicht so schnell. In die Baugrube sind wir gefahren. Ich sehe alles, sagt er immer wieder. Ich sehe alles, Marco. Ich sage, du kannst nichts sehen. Doch, sagt er, guck mal nach oben. Ich sage, was ist da? Die Oberleitung. Und siehst du unseren Scheinwerfer, der ist da oben zu sehen. Ja, und was war? Sind scheiße im Depot gelandet, falsche Abfahrt genutzt. So. Also mein alter Herr, der hat aber eins hat er gemacht, wie in Braunschweig der Krieg war. Also hier, du weißt ja besser wie ich. Da hatte er schon LKWs gehabt und dann hatte er an dem LKW eine rote Fahne vorne drauf mit dem Kreuz, eine weiße Fahne mit dem Kreuz, also Sanitäter. Und dann hat er uns Kinder irgendwo nach dahin gebracht, wo wir sicher waren. Aber wo was war? Wo wir sicher waren während des Krieges. Ach so, während des Krieges. Aber meine Mutter hat ihm erzählt, unterwegs war ein Panzerfahrer halb verbrannt, der musste ins Krankenhaus. Dann haben sie meinen Vater angehalten und der musste den mitnehmen. Der wusste ja gar nicht, wo er hinfahren sollte. Das ist Schluss verrückt, auch mit Mickey Maus. Verrückt. Verrückt. Aber es war trotzdem eine geile Zeit. Und jetzt sage ich dir, dieses Wort geile Zeit habe ich bei einem Interview gesagt, vor einer großen Leute. Es war damals eine geile Zeit. Nach der Veranstaltung kam so ein Mann zu mir und sagte, Herr Arns, das können Sie nicht sagen. Warum?
ja, wir kennen die geile Zeit nicht, wo Sie meinen damals. Für uns ist das heute eine geile Zeit. Also jede Zeit ist eben für die Leute, die da sind, geil. So, nun trinkt erstmal einen Kaffee jetzt. Frag mal her, er hat Durst hier. Marco, nun lass uns Kaffee trinken oder Wasser und dann ist gut. Ja.